So, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Gut. Jetzt geht's. Wann wird er mit dem Unsinn auch noch verletzt? Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Ja, ich habe halt jetzt hier geladen, deswegen müssen wir das nochmal kurz machen, Leute. Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ach, damit er zufrieden ist. Reicht. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Geht doch. So, Tutorial verlassen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. Genau. So, da fangen wir am besten an, indem wir einfach Damaskus machen, weil das war ja auch die erste Stadt, wo wir in... So, wir starten im Büro. Würde auch vorschlagen, wir machen es ab sofort so. Wir starten im Büro und dann machen wir alle Missionen. Zumindest würde ich das vorschlagen. Ich will wissen, so jetzt im Büro starten, ne? Damit wir das freischalten können, ich glaube. Ja. Dann machen wir sozusagen alle Punkte, dann machen wir alle Dinger und dann, ja. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suq Sarush beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Gut. Vielleicht dann haben wir das hinter uns gebracht. Und dann tun wir uns jetzt daran kümmern, dass wir hier jetzt die oh, schon fliegen die Eulen weg. Fliegen die Eulen weg. Das ist bestimmt keine Eulen. Na, ich glaube, ich will. Ah, ich schieße. Ich sehe schon. Es wird nicht einfach. Puh, knapp. Hallo? Toll. Nein, Bomb. Was stimmt denn nicht mit ihm? Er wird sich verletzt. Er wird Ärger verursachen. So eine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, bitte, Geld für mich. Oh Gott, es werden ja immer mehr. Ich habe solchen Hunger. Oh. Gut. Ich muss nicht gucken, wie ich hier am besten reinkomme. Ich glaube, das geht einfacher. Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch.
Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. So. Endlich, wir sind am Aussichtspunkt. Na, einige Türme sind schon hier. Vorausgesetzt, ja gut, ich nehme an, die Türme hier sind mehr. Oh, ja, genau. Eben habe ich mich kurz erschrocken, es sind ja drei Missionsdinger. So. Gut, dann wird es Zeit, die nächste Aussichtspunkt einzunehmen. Toll, ich... Ach, Mensch. Danke. Okay, so geht's auch. Ah, da ist der Turm, den ich suche. Ach Gott, es geht da hoch. Schön, da war auch schon die nächste Wand, wo ich nicht durchkomme. Hoppla. Aha, ein Attentatsziel. Ja gut, wir haben wie gesagt ja schon mit ihm geredet. Wir werden uns dann im Nachhinein um die... Ja, da müssen wir wenigstens nicht extra dorthin laufen. Geht bitte da durch. Nein, geht nicht. Nur ein Kind für meine Kinder. Bitte. Manchmal denke ich mir aber auch, ich bin zu doof, eine Wand hochzuklettern. Jetzt wird es zu hoch sein, vermute ich mal stark. Ja. Ist zu hoch für ihn. Gut.
schert euch davon. Euch hole ich mir. Verkriech dich wie eine Ratte. Ich sehe ihn. Dort ist er. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich kenne diese Stadt sehr gut. Ich werde dich finden. Ruhe. Geht doch. Er rennt noch jemand um. Gott, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Das sieht zumindest offensichtlich aus. Ah, ich höre ihn schon, den Adler. Ach so, das ist schon der Aussichtspunkt. Oh, da ist eine Leiter. Ach gut, die sind beide fast gleich da. Das ist, glaube ich, etwas zu hoch. Ups. Das war ein bisschen zu hoch. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell nehmen. Naja. Jetzt müssen wir auf, dass wir von hier aus das Dach erreichen. So viel dazu. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Kein Schwein merkt das. Ach, egal. Hinfort.
So, wo ist der Punkt, wo ich hochkraxeln kann? Da. Nur damit ihr es wisst, ich häng zwar gerade, es liegt daran, dass meine Hände total fettig gerade sind. Das kostet dich nicht. Du wirst nie jetzt. Synchronisation während eines Mordes. Das schafft doch auch nur ich. Gut. Nehmen wir als nächstes den Punkt hier. Ja. Moment, Leute, ich muss irgendwie gerade meine Hände sauber machen. Ich bin voller. Das liegt jetzt Gel. Nein, Leute, ich meine, das ist erst. Ich habe mich rasiert. Schämig. Und jetzt habe ich voll das Zeug in der Hand. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das nennen soll. Also schämig bedeutet, ich habe ein spezielles Haarentfernungscreme, was man fürs Gesicht verwendet. Und dort das Zeug hackt halt an meinen Händen. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Tja, dieser Bauer hat dir gerade eine Klinge in den Hals gerammt. Ich nehme zumindest an, dass es in den Hals war. Okay. Was tut dieser Narbe? Nichts von Interesse. Okay, interessant. Ziemlich befestigt das Ganze hier. Übrigens, er kann nicht schwimmen. Das so nebenbei. Geht weg. Okay. Kaltschalt, du setzt dich dafür, dass ich hier stehe. Oh, da ist eine Flagge. Nehmen wir die Leiter hier. Vor allem, wieso visiert er das automatisch an? Ich will da gar nicht rein. Was steht ihr da herum? Geht! Ihr wollt einen guten Handel? Dann bin ich euer Mann! Ja, kommt nur, kommt nur! Ja, das ist es. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Eine kleine Spende.
Ja, wie habe ich das Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ach, sag mal, ich will doch nur da hoch. Ah, jetzt kann ich hier hoch. Ach Mensch, geh doch da nicht immer rein. So, weg mit dir. Templar, Assassine, was der Kuckuck bist. Wenn ich... Dafür sollte ich euch töten. Das muss Spuren hinterlassen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten. Versuchen wir es von drin. Irgendwie hat es letztes Mal auch besser geklappt. Diese Stadt gehört uns. Hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Gen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Ich meine, mit letzten Endes, ja. Der englische König ist auch nicht besser als die Sarazen. Aber trotzdem, eigentlich kämpfen die beide wegen dasselbe, weil sie den jeweils anderen nicht akzeptieren. Und diese Arroganz sollte am besten beiden zum Verhängnis werden. Endlich geschafft. Meine Güte, das war jetzt ein etwas schwerer zu erklimmender Turm, finde ich. 6 von 10 Aussichtspunkte, das sind sogar weniger. Zumindest kommt mir das so vor. Was stimmt denn nicht mit ihm? Er rennt so schnell, er schaut gar nicht auf seinen Weg. Wäre gerade, ich lauf voll in die verkehrte Richtung. Boah, er sich sie übertreibt. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Er will noch jemand anrempeln. Komm, sieh selbst. Ihr werdet es nicht bereuen. Jemand soll ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Was tut dieser Narr denn? Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen. Komm, hier findet ihr es. Eltern, warum tut er das? Weil die Leiter sich nicht aktivieren lässt. So. Lasst mich doch einfach die Leiter benutzen.
frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Naja, man muss immer beide Seiten sehen, aber... Ah, der Turm ist es, okay. Jetzt muss ich nachdenken, wie ich dort am besten hinkomme. Ist ja alles schon so gemacht, dass es funktioniert. Gesundheit. Seine Tore für das Volk von Damaskus, auf dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, was in dem Kapitel passiert. Das ist asozial. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Der macht doch dann... Ich sag's mal nicht. Ich glaube, da werden jede Menge Leute sterben. Der macht einen Massenmord. Wenn ich mich richtig entsinne. Das Problem ist ja auch im Nobelviertel hier, finde ich, ist die Bekletterbarkeit etwas nervig. Was tut dieser Mann? Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Ja, ich kletter hoch, um den nächsten Punkt zu erreichen. Okay. Niemand ist gut. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus. Seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Niemand ist groß. Ja. Nee. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Sag mal, willst du mich verkohlen? Ich rutsch auch wirklich, wie gesagt. Das ist irgendwie gerade richtig eklig. Ich muss mir danach die Hände mal abtrocknen. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Dafür habe ich wenigstens ein schön glattes Gesicht.
Warte, das interessiert kein Schwein, aber ich muss nur mal erwähnen. Noch zwei Aussichtspunkte. Wenn, dann nehme ich natürlich die Flagge direkt mit. Ich merke gerade. Verdammt, ich dachte, da wäre Boden. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um Wunder. Ach, lauf doch nicht ständig gegen. Das Problem ist echt, der läuft mir zu oft gegen eine Wand. Was steht ihr da herum? Es geht. Bitte, helft mir! Elender Rumpf! Sollte Richard Waffe einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu reiten. Ich mach, was ich will. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Nur auf, wir müssen gehen. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Da ging's jetzt, bei manch anderen geht's nicht. Manchmal finde ich die Projekt, nicht Projekt, die Objektpriorität echt komisch in dem Spiel. Kletter einfach hoch. Ach ja, übrigens, ich kann jetzt meinen Xbox-Controller benutzen, ne? Nur habe ich herausgefunden, dass offensichtlich der Akku kompletter Schrott ist, den kann ich nicht aufladen. Ich muss also den Controller per Kabel verbinden, ne? Und dann ist er mit dem PC nicht kompatibel, sondern nur mit der Xbox. Gut, bis bald ein Xbox-Projekt geben. Es wird auch so sein, dass die Woche jeden Tag zwei Parts kommen, einmal der 2D- und einmal der 3D-Part. Bis auf Samstag, da kommt halt das Longplay. Ein Longplay ist echt lang genug, da braucht man kein zweites Video. Und eine Woche drauf kommt dann als zweites Projekt Devil May Cry. Punkt. Ich will auch noch Dark Souls machen, aber zuerst muss ich mit der Steuerung der Xbox vertraut werden. Gut. Hoppla, falscher Knopf. Ja, ich habe mich schon synchronisiert. Jetzt fehlt nur noch ein Punkt, dann haben wir alle Aussichtspunkte in Damaskus. Nobelviertel. Oder Akkon? Sind wir in Akkon? Sind wir in Akkon oder Damaskus? Die haben mich gestupst, der Besoffene.
stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Schert euch davon. Und tot. Der letzte Punkt. Und dann haben wir auch alles, was wir in diesem Part machen wollten, erledigt. Alle Aussichtspunkte in Nobelviertel von Damaskus. Okay, wir sind in Damaskus. Gut. Marktstandzerstörung. Flaggenherausforderung. Ja gut, ein paar haben wir. Aber wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann erst wieder die noblen Bürger von Damaskus retten. Kapiert? Weil Nobelbürger, Nobelviertel. Gott, der Witz war schlecht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.